wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Still Trader Helpdesk mit Dirk Hilter, selbstverständlich. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer zu Schulungszwecken oder nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, ganz wichtig. Unabhängig vom Inhalt heute Abend, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Gut, ich sehe, dass der eine oder andere ein bisschen ungeduldig ist. Dann wollen wir natürlich Gas geben. Und ja, Sie können natürlich Ihre Fragen stellen in den Chat. Rechts haben Sie die Möglichkeit, entsprechend ja, alles reinzuschreiben. Und Dirk wird hoffentlich dann alles nach und nach bearbeiten. Dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Und wir können starten. Wir hören dich leider nicht. Muss ich ja meine Frechheit nochmal loslassen. Ja. Guck mal, siehst du, er weiß aber direkt, wer gemeint ist. Hier kommen nämlich direkt die ersten Smileys rein. Ich habe nämlich gesagt, mein lieber Ingolf, ne, hier gibt Gas Gustav. Das war nämlich wo du gerade gemeint hast, Nelson. So, einige sind schon ungeduldig. So, dann machen wir es heute ganz langsam für die, die ungeduldig sind. So, nein, Quatsch. So, ich sage natürlich auch erstmal Hallo und herzlich willkommen hier aus der kleinen Ecke heute, aus Köln, hier zum heutigen Helpdesk-Webinar. So, wie immer heißt es, wenn ihr Fragen habt, jetzt rein damit, weil wir natürlich auch zeitlich so ein bisschen limitiert sind. Und das heißt, was hier vorne steht, hat natürlich die größten Chancen, dann auch noch beantwortet zu werden. Wir schaffen nicht immer alles, aber wir bemühen uns natürlich. So. Vielleicht bevor du hier mit dem Chat anfängst, ich habe dir eine E-Mail geschickt, Genau. weitergeleitet. Vielleicht Ja. kannst du ja was dazu sagen. Sei so gut und greift es nochmal kurz auf. Ich habe die E-Mail gerade zweimal gelesen, hintereinander, habe sie jetzt aber schon wieder vergessen. Das eine war, glaube ich, die Frage nach, also wie jemand meinte, er wäre nicht so gut irgendwie im Programmieren. Das war eine davon, ne? Ja, genau, korrekt. Ja. Und was es denn für ein Aufwand wäre und ja, halt auch, was es kosten würde. Also dazu muss ich halt echt leider sagen, ne, ich kann halt keine Geschichten annehmen, also für Programmierung, es geht leider nicht, das erlaubt die Zeit ganz einfach nicht. Aber es gibt natürlich genügend andere, vielleicht ist auch der eine oder andere hier dabei und kann sich irgendwie gerne mal zu Wort melden. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Programmierer, unter anderem auch den Timo, der ist aber heute nicht da, soweit ich weiß. Und inwieweit der halt Auftragsgeschichten macht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das muss der Timo irgendwie selber sagen. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere. Der Stefan sagt gerade, ja, das war meine. Genau. Also wie gesagt, Stefan, am besten machst du das mal irgendwie in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe. Und da wird sich dann schon der eine oder andere dann auch drauf melden und dann irgendwie sagen, ob geht oder halt nicht. Ne? Ich habe es jetzt nur kurz überflogen, habe aber gesehen, okay, da muss man sich schon gedanklich ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich meine, wenn das eine Sache ist, die man irgendwie in 5 Minuten Webinar machen kann, dann ist es kein Thema. Aber halt, das ist mit Sicherheit ein bisschen mehr Aufwand. Ne? So, dann, okay. Also, die Gruppe hast du aber, ne, Stefan? Also, du weißt, wo du die Facebook-Gruppe findest. Wenn nicht, kann man hier die Rolle drüber blenden. Moment, gucken, ob das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Hat auch eben funktioniert. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Ja, okay. Kommt keine Rolle. Auf jeden Fall ist es Traders Club Stereo Trader, so heißt die Gruppe in Facebook. Okay. So, die andere E-Mail. Stichwort bitte nochmal. Ich glaube, die andere E-Mail, Stefan, korrigiere mich da oder bestätige es, ist eigentlich soweit auch von mir schon beantwortet. Ich glaube nicht, dass du da noch was dazu sagen musst. Es ging Okay. darum, ob man verschiedene EAs in einem Chart benutzen kann. Ja, nein und so weiter. Ach so, okay. Ja, Sollte das. erledigt sein. Also genau, da war das war der Supertrend irgendwas halt, ne?
oder? Das war die erste E-Mail. Also im Grunde genommen, das, was Stefan gefragt hatte, ist jetzt dann auch mit deiner Antwort jetzt auch soweit erledigt. Ja, okay. Also im Steotrader geht es halt generell, ne? Ich meine, dort kann man halt mehrere SEAs nennen die Dinge halt, so Steotrader-EAs, die speziell für den Steotrader programmiert sind. Damit kann man halt drei Stück gleichzeitig laufen lassen. Das geht im MetaTrader nicht. Aber wie gesagt, müsste man in der Tat dann halt wirklich separat programmieren. Genau, und den Alarmmanager, aber generell, also im Steotrader sind ja Alarme drin, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was der Alarmmanager da alles kann und ob der jetzt halt irgendwie noch irgendwelche SMS-Nachrichten oder sonst was verschickt, das weiß ich nicht. Das ist im Steotrader nicht drin. Das müsste dann auch jemand wiederum programmieren. Aber generell Alarme einfach hier über das Chart-Panel, was hier unten hängt. Und dort ist ja auch Alarme ein aus. Das heißt, die sind erstmal ausgeschaltet per Standard. Die kann man einfach einschalten, wenn man einen neuen Alarm haben möchte, hier einfach auf Alarm hinzufügen, beziehungsweise hier auf Einfügen-Button halt klicken und dann erscheint hier eine Alarmlinie, ne, und die kann ich mir dann hinsetzen, wo ich halt möchte. Und sobald halt der Kurslevel erreicht ist, ne, kommt halt hier entsprechende Nachricht, aber auch mit einem Ton. Nur der Ton hat bei mir jetzt keine Lust, aber generell funktioniert das. Nur hier bei mir auf dem Server kriege ich irgendwie keinen Ton raus. Weiß der Kuckuck wieso, ne? Aber das geht natürlich generell. Und der wiederholt sich auch, ich glaube, alle Minute der Alarm, wenn er halt irgendwie nicht gelöscht wurde. Okay. Also wenn das reicht, also für die meisten Zwecke reicht es ja. Und aber wie gesagt, wenn man da halt mehr haben möchte, irgendwie Nachricht aufs Handy oder so, dann muss man das halt dann tatsächlich dann auch nochmal anderweitig programmieren. Ja, Ton beim Server einstellen, ich weiß, er will nicht. Fragt mich keiner, wieso. Es hat vorher alles funktioniert, aber ich bin ja auch, ich habe auch keinen VPS mehr hier, sondern bin halt auf einem Dedicated Server und der ist irgendwie etwas wählerischer mit den Einstellungen. Ich habe es bis jetzt noch nicht irgendwie hingekriegt. Das hat aber auch jetzt auch nicht unbedingt irgendwie Vorrang. Das ist nicht so wichtig. Aber ich weiß ja, dass es funktioniert. Das muss ich dann erst wieder einstellen, wenn es irgendwo heißt, da kommt kein Ton. Und dann komme ich nicht dran vorbei. Okay, so. Was haben wir denn noch? Fangen wir mal oben an. Genau, War ja bis. das passt sogar, knüpft da an. Geht es auch um Push-Nachrichten. Wo war das? Push-Nachricht? 17:58 Uhr, zumindest bei mir in der Liste. Von Ja, ach stimmt, Patrick. aber. Ja, genau. Der Patrick, ne? Das ist eine Push-Nachricht an den MT-App schickt, sobald ein Order gefüllt wird. Ja, wie gesagt, ne? Müsste man halt auch programmieren. Theoretisch kann man das, aber man kann es aber nicht einstellen, ne? Sondern man muss es da halt im Steotrader dann halt per Programmierung lösen. Gut. So, Ingolf, wo ist denn jetzt deine Frage? So, wir sollen hier Gas geben. Es kommt keine Frage. Es fragt doch halt irgendwas. Wenn es nur das Wetter in Köln ist. So, die strategischen Orders. Eieiei. Sind ein mächtiges Tool. Kannst du bitte noch mal die einzelnen Punkte bei den strategischen Orders erklären? Haben wir da, Nelson, weißt du zufällig, wo das Webinar dazu ist? Auf jeden Fall bei uns auf der Webseite Ja. unter der Unterseite SEO-Trader. Da sind ja noch die 5 Einführungsvideos und unter anderem war auch ein Video über strategische Order. Ja, weil das ist nämlich, hat mit Sicherheit ein ganzes Webinar voll gemacht. Deswegen das jetzt hier auf die Schnelle abzuhandeln, das bringt nichts. Also dann lieber da halt mal Ausschau halten und Nelson, wie gesagt, wenn du Lust hast, es rauszusuchen und hier einen Link zu schicken, Den wäre Link das. zu der Unterseite ist auf jeden Fall schon im Chat und dort Okay. findet man entsprechend die Videos auch. Okay. So, wo ist jetzt die Frage? Ach, der Ingolf fragt, wie geht es dir? Das ist sehr nett, dass du das fragst, aber die Antwort wird dir nicht gefallen. Von daher habe ich vorhin gesagt, so, the show must go on. Ich bin halt hier so ein bisschen landunter. Ich glaube, man merkt es halt auch. Ich bin halt kaum irgendwie in der Gruppe. So, das Leben zieht so ein bisschen an mir vorüber gerade. Habe mich hier auch am ganzen Wochenende jetzt mehr oder minder eingeschlossen bis auf Samstagabend, um halt hier so die Dinge zu machen, die ich eigentlich unter der Woche mache, weil ich momentan unter der Woche von anderen Dingen abgehalten werde. Und das geht mir tierisch
auf den Senkel langsam, dass es so ist, aber ja, ab und zu schlafe ich dann mal noch. Aber was tut man nicht alles, ne? Deswegen auch heute nur das kleine Bild, weil im Großen sehe ich dann zu blass aus wahrscheinlich. Das schenke ich mir jetzt einfach mal. So, dann der Joachim. Welcher Trading-Modus muss zwingend beim Future-Handel eingestellt werden, wenn Positionen gehedged werden sollen? Hat eigentlich mit, also wenn sie gehedged werden sollen, die Frage ist immer in einem Chart oder in mehreren Charts. Also wenn ich ja halt Positionen in einem Chart hedgen möchte, dann ist egal, ob das jetzt ein Future-Konto ist oder ob das ein CFD-Konto ist, das ist eigentlich egal. Also wenn ich es in einem Chart hedgen möchte, dann ist der Stereo-Hedge-Mode der richtige. Ich selber finde ihn halt ein bisschen kompliziert. Ich fand ihn früher mal ganz toll, aber mittlerweile irgendwie nicht mehr. Weil hier heißt es ja einfach nur, ne, sobald ich halt, also ich habe halt hier einen doppelten Pool. Und wenn ich jetzt als Beispiel hier Long und Short gehe, dann macht er mir halt zwei Pools auf. Und zwar einen für Long und den anderen für Short. Und akkumuliert halt nicht. Das heißt, Positionen werden halt nicht verrechnet. Ne? Also das ist halt unabhängig vom, was sind hier für Linien? Achso, das ist der Trigger. Das ist halt jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein Future, ob man den Future handelt oder CFD, ist das halt immer die richtige Einstellung. Aber wie man sieht, ne, ist halt ein bisschen schwerer zu überblicken. Ich bin jetzt hier zweimal long. Ich mache hier unten das auch mal auf. Zweimal long und einmal short. Und wie gesagt, keine Verrechnung. Und das heißt auch, sobald ich halt, also wenn ich jetzt hier flat, gibt es auch nicht. Aber es gibt halt entsprechend einen Flat für Long und einen Flat für Short. Ich sehe gerade, die sind so ein bisschen unglücklich benannt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Buy P, Sell P. Das müsste eigentlich Flat B oder Flat S heißen. Genau, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Long schließe, dann bleibt Short nach wie vor offen. Und Trade BE wird natürlich hier genauso mitgerechnet. Aber wie gesagt, keine Verrechnung. Ne? So kann ich das halt in einem Chart machen. Wenn ich es in zwei Charts machen will, und dann kann ich natürlich auch ganz normal in dem Stereo-Future-Modus halt bleiben, der auch für meine Begriffe so ein bisschen übersichtlicher ist, weil ich da halt immer eine komplette Verrechnung habe. Das heißt, also wenn ich ja hier, vielleicht sind ja auch mal ein paar Anfänger hier dabei, also wenn ich hier zum Beispiel mit einem Kontrakt jetzt long gehe und wähle dann 0,5 und klicke auf Short, dann habe ich keine Short-Position, sondern ich bin nur noch mit 0,5 Kontrakten dann entsprechend long, ne? Weil halt einfach, das ist halt die Verrechnung, die halt hier stattfindet. So, und wenn ich das aber halt zum Beispiel dann hedgen möchte, kann ich ja auch kurz drauf eingehen, weil die Fragen sind ja bisher überschaubar, das heißt, die Zeit haben wir auf jeden Fall. Dann geht das ein bisschen anders. Dann mache ich nämlich einfach jetzt hier nochmal zum Beispiel den US-30 Mini auf. Neues Chartfenster. So, das ist dann erstmal passiv, ne? Und da kann ich dann halt einfach eine neue Strategie anlegen. Nenne die zum Beispiel Strategie 2. Und dann wechselt der entsprechend auch in den aktiven Modus hier. Aber ich kann halt dann zum Beispiel hier völlig unabhängig voneinander, kann ich dann halt Long, Short in zwei verschiedenen Strategien entsprechend auch wiederum arbeiten. Das geht natürlich auf dem Future-Konto ganz genauso bei FX Flat und spielt dann halt auch keine Rolle. Aber so ist es halt für meine Begriffe übersichtlicher, außer man hat jetzt wirklich eine Strategie, die sich halt in einem Chart halt in Long und Short gleichzeitig irgendwie halt abspielt. Aber wenn man jetzt halt zum Beispiel zwei unterschiedliche Strategien hat, eine als Beispiel, man sagt, okay, ich lasse Long, lasse ich halt laufen und zwischendurch shorte ich halt mal die Gegenbewegungen, dann macht es für meine Begriffe wesentlich mehr Sinn, das dann halt in einem zweiten Chartfenster dann halt zu machen, ne, und die Strategien entsprechend voneinander zu isolieren. Ja, also wie gesagt, hier einfach über neue Strategie oder jetzt ist die natürlich hier angelegt, das sieht man dann hier entsprechend unter S2, ne, das ist alles hier in dem unteren Bereich vom Menü. Dort sind die jetzt halt vorhanden und um jetzt zum Beispiel zwischen Strategien hin und her zu wechseln, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, unbenannt, das ist immer die Standardstrategie, die halt angelegt ist. Hier scheint es jetzt noch nicht. Erst beim nächsten zurücksetzen wäre das jetzt hier halt auch da. Das kann ich mal kurz machen, dann sieht man es.
Und dann sehe ich jetzt halt hier genauso die Strategienamen. So, und das heißt, unbenannt ist immer die Standardstrategie, die hat halt keinen Namen. Und ich kann aber hier dann immer bequem zwischen den verschiedenen Strategien dann halt auch wechseln. Wenn ich jetzt hier halt auf unbenannt gehe, dann ist die natürlich wieder passiv, ne, weil ja hier ist ja der aktive Chart und ich handle ja nicht in zwei Charts mit der gleichen Strategie. So, warum die jetzt hier allerdings nicht da ist, weiß ich nicht. Sollte aber eigentlich normalerweise funktionieren. Ich bin halt hier immer so eine Version schneller. Manchmal nicht gut, wie man sieht. Aber einer muss die Sachen ja zuerst ausprobieren. Das ist halt immer das Problem. So. Das habe ich aber tatsächlich auch in der jetzigen Version gesehen, Dirk. Das wollte ich dir auch noch sagen, ja. Okay, weil hier ist es ja auch da, ne? Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen. Das könnte, ich weiß, woran das liegt. Ich weiß, woran das liegt, weil das ist nämlich seit der letzten Version, ist es nämlich so, dass nämlich halt die Einstellungen komplett getrennt gespeichert werden, wenn jetzt ein Chart aktiv oder passiv ist. Ja? Und das heißt, deswegen habe ich jetzt halt hier die Strategien wieder, weil das ein aktiver Chart ist. Und ab dem Moment, wo ich auf passiv wechsle, findet er die nicht mehr. Das ist der Hintergrund. Also hier jetzt noch, weil sie geladen waren, aber sobald ich jetzt als Beispiel halt nochmal hier auf die andere Strategie gehe, dann sollten die hier, ja genau, ne, damit hängt das zusammen. Das muss mal überarbeitet werden, das stimmt. Aber generell, solange die halt aktiv sind, funktioniert das auf jeden Fall. Das betrifft auch die Einstellung, die man sonst auch vornimmt. Ist jetzt bei aktiver Modus und passiver Modus auch getrennt. Ja, genau, das ist komplett getrennt. Ne, weil hier auch das Setup, das seit der letzten Version ist es so, wenn ich jetzt hier auf Einstellung gehe, da ist halt hier nichts mehr drin. Ne? Es sind nur noch drei. Und wenn ich hier im aktiven Chart aber halt drauf gehe, kann ich natürlich auf alles zugreifen. Nur hier im passiven Modus gibt es halt nicht mehr die Abteilung Trading oder Terminal, ne? Weil es ja beides auch nicht da ist. Damit hängt das zusammen. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Aber generell finde ich so besser, auch wenn die Strategien jetzt nur im Aktiven erscheinen. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Also nicht wirklich, aber das wird natürlich behoben. Klar. Sehe ich nämlich jetzt wirklich zum ersten Mal. Okay. So, ich kann mir doch, der Hubertus fragt, ich kann mir doch zwei Zeiträume in einem Chart anzeigen. Wie ging das nochmal? Ganz einfach, ich mache den hier mal zu. Und zwar hier unten. Da gibt es nochmal C1, C2. Das heißt, also falls das gemeint ist, ich kann halt grundsätzlich hier einen zweiten Chart und auch einen dritten Chart anzeigen. Das geht. Das funktioniert damit. Ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will hier noch einen anderen Zeitraum haben. Das funktioniert generell, falls das nicht gemeint ist, sondern halt, Ich dass hätte wer andere. schon darauf gewettet, dass X-Frame gemeint ist. Ja, genau, fällt mir auch gerade auf. Genau, also das geht nur im MetaTrader 5, ne? Aber generell, wenn man das nutzen möchte, haben wir das auch mal gezeigt. Das war aber, glaube ich, war halt, wie der Nelson auch schon gerade sagt, es war was anderes gemeint. Und zwar geht das mit X-Frame. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da die richtige Version drin habe davon. Ich bin nämlich hier auf einer anderen Kiste als sonst. Probieren wir es aus, dann wissen wir es. Nehmen wir mal, Beta kann eigentlich nicht sein, oder? Ach, sehr mal. Einfach mal rausfinden. So, X-Frame. Nee, das war der VPOC, ne? Das war jetzt auch nicht unbedingt der, über den wir gesprochen haben. So, was hat er jetzt für ein Problem hier? Ja, Beta-Ordner. Den mache ich lieber mal irgendwie kurz zu und lass mal. Also, das machen wir am besten mal richtig rum. Und zwar das X-Frame. Das kriegt man, wenn man es installiert, das kann ich ja hier ruhig gerade mal machen, über den Installation Manager, ne? Also hier oben über das Menü. Und dann gibt es hier ein Tool, das heißt X-Frame. So, und das kann man einfach installieren. Und wenn jetzt anschließend der MetaTrader nochmal aufgeht, das dauert bei mir jetzt, das habe ich gerade nicht bedacht, kann es schon mal irgendwie 5 Minuten dauern.
Ich weiß nicht, was da klemmt, aber irgendwie, ich habe heute auch irgendwie diverse Erklärvideos aufgezeichnet und musste jedes Mal ewig warten. Also dauert jetzt wohl einen Moment, bis sie wieder da ist. Kriegt das auch irgendwie mit dem Update von dem MetaTrader nicht so ganz hin, aber kommt gleich wieder. Also so lange dauert es ganz sicher nicht bei euch. Und jetzt muss ich die Zeit hier irgendwie füllen, ne? Und sobald jetzt der MetaTrader sich nämlich nochmal irgendwann startet, man sieht es an der Maus, er ist sehr bemüht, das nämlich gerade zu tun. Und so gut kann ich das gar nicht überbrücken. Nelson, Hilfe! Ja. Guck dir das mal an, das gibt's nicht, ne? Keine Ahnung, was da passiert. Also der ist auf jeden Fall im Startprozess. Ich muss da nichts mehr klicken, so weiß ich ganz genau. Es dauert nur, ach, guck. So, der will nämlich immer Updates installieren und wenn ich dann Ja klicke, dann ist es nachher trotzdem nicht da. Keine Ahnung, was der MetaTrader da veranstaltet, aber so ist es halt. So, jetzt kam schon. Das dauert jetzt nochmal ungefähr so lange. Spannende Geschichte. Ja, und für die, die denken, Vielleicht jetzt kannst du gerade. ja die eine oder andere Frage ja auch ohne den Chat beantworten. Ja, dann fehlt hier so ein bisschen der Fluss. Wir sind hier immer noch beim X-Frame. Ich gucke ja hier jetzt zweimal drüber, aber wir sind immer noch auch schon da. So. Also, X-Frame installiert. Da waren wir. So, und dann geht man hier auf Indikatoren, StereoTrader und dort gibt es einen Indicators, der heißt X-Frame. So, und den ziehe ich mir dann in den Chart. Und dann ist das entsprechend übereinander gelagert. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel den Timeframe halt wechsle, ja, oder ich gehe hier mal auf den 5-Minuten-Chart, und dann kann ich hier unten zum Beispiel sagen, ja, ich hätte gerne irgendwie im 5-Minuten-Chart 12 Kerzen übereinander gelegt, beziehungsweise zusammengefasst. Und dann habe ich entsprechend halt die Stundenkerzen dann im Hintergrund, ne? Bei 12 mal 5 sind 60. Und so habe ich dann halt die Stundenkerzen. Und so kann man das halt machen. Und hier kann man halt noch die Deckkraft einstellen. Ja, wenn einem das irgendwie zu heftig ist, kann man es auch ganz schwach in den Hintergrund legen. Und natürlich auch ganz laut drüber schicken. So, kann man einen ausschalten, die Anzahl der Tage, was man hier übrigens auch machen kann, was halt recht schick ist, wenn ich zum Beispiel halt jetzt mir den Kassamarkt nur anzeigen lassen möchte. Also jetzt, ich bin jetzt ja hier im DAO, da kann ich hier auch noch die Uhrzeit einstellen und sage dann zum Beispiel 15:30 Uhr bis 22:15 Uhr und ich lege mir drei Kerzen übereinander. Das heißt, dann habe ich im Hintergrund nämlich immer genau für die Zeit, gucken, wir es ein bisschen kleiner machen. Nur die Kassakerzen. Ne? Also die 15 Minuten Kerzen aus dem Kassamarkt hätte ich jetzt quasi halt so immer in der Anzeige. Und da sieht man halt auch Gaps und so weiter halt ein bisschen leichter. Und das ist eigentlich schon recht hilfreich eben auch dafür. Ne? Also wie gesagt, X-Frame. So. Aber die mal weg. So, ich kann mein ATR-Tool in einem MT4 nur öffnen. Da zeigt er nur Nullwerte an. Beim anderen MT4 funktioniert es. Oh, was ist mit ATR-Tool gemeint? Das wäre jetzt halt mal die Frage, ne? Ist damit das ATR-Base oder das ATR-X? Also ich bin jetzt hier leider, da habe ich vorhin nicht drüber nachgedacht, weil ich hier die Videos gemacht habe. Ich kann hier leider nur den MetaTrader 5. Ah, okay. ATR Base und X. Den MetaTrader 5 jetzt leider nur auspacken hier an der Stelle. Zeigt immer nur Nullwerte an. Nur im MT4 kann ich leider so nichts dazu sagen, weil generell sind die halt von der Technik halt identisch. Also das ist halt der gleiche Programmcode, der auch hier dahinter liegt. Müsste ich mir wirklich angucken, wie gesagt, ich kann es hier jetzt leider nicht machen. Ne? Das tut mir echt so ein bisschen leid. Aber wenn wir hier schon gerade auch dabei sind, das ATRX als Beispiel ist so ein bisschen aussagekräftiger als der normale ATR-Indikator. ATR heißt ja einfach Average True Range. Das heißt, damit ziehe ich die Volatilität des Marktes eigentlich am besten.
Und vor allen Dingen hier unten sieht man bei der Darstellung, was der halt macht. Ne? Der zeigt halt ziemlich genau, so ob ich unter dem Durchschnitt der Volatilität liege oder halt drüber. Ne? Das heißt, sobald es blau ist, bin ich halt dran oder knapp drüber. Und sobald es grau ist, ist der Markt eigentlich tot. Ja, sieht man hier auch ganz gut, wo es dann halt hier, wo dann mal Ausschläge sind in der Vola und hier, wo dann halt, das war dann wahrscheinlich die Nacht jetzt, wo dann halt so relativ wenig halt passiert ist und dann halt heute Morgen um 5 Uhr oder wann es war, gab es hier nochmal einen Peak und dann natürlich halt hier zur Markteröffnung in Deutschland und jetzt halt sieht man ganz deutlich, halt seit die Amis hier aufhaben, ist natürlich auch die Vola ein bisschen höher. Ne? Und das kann man sich damit eigentlich recht nett einstellen. Also Standardwert ist auf 14. Das heißt, der rechnet immer 14 Kerzen und kann man natürlich aber einstellen, was man möchte. Und dieser SMA, also der gleitende Durchschnitt, das ist quasi der Durchschnitt der durchschnittlichen ATR. Ne? Das bildet also diese rote Linie im Hintergrund. Und da kann ich halt so meinen Schwellwert dann halt festlegen. Ne? Und das entsprechend halt auch auf 200 halt gelegt. Und hier wird auch nochmal ein bisschen undeutlich sichtbar. Da steht es halt auch nochmal drin mit 21,39 Punkten ist aktuell der Durchschnitt gerechnet auf 14 Kerzen. Der Schwellwert, da die Frage habe ich gewartet, was der bedeutet. Ich frage mich auch gerade, was der bedeutet, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist aber einfach nur die Abweichung, sobald er halt hier drüber oder drunter ist. Also, ne, ist halt generell der Schwellwert. Ja, da kann man halt das Ganze auch noch mal ein bisschen deutlicher halt filtern. Ne? Dann hat man nicht direkt wie hier, ich hoffe, man kann das erkennen, sobald es dann irgendwie halt mal kurz drüber ist, wird es direkt blau, sondern der glättet das Ganze halt auch noch mal ein bisschen. Kann man aber, glaube ich, einfach auf 1 auch stehen lassen. Das Verrückte ist immer, ich habe das ja alles irgendwann mal selbst programmiert und vergesse da auch schon mal was, aber das hatte irgendwie so seinen Grund, warum hier Schwellwert drin ist. Aber ich finde das noch mal raus. Wie auch immer. Gut. Also wie gesagt, MT4 kann ich momentan leider nicht gucken. Muss ich so ein bisschen hinten anstellen. Beziehungsweise kommt einfach mal auf die Liste der Sachen. Aber generell sollte das natürlich funktionieren. So. Dann war ganz viel auf dem Stefan. Das haben wir, glaube ich, aber. So. Heute hat er bei mir im Euro-USD nicht verrechnet, sondern zwei Positionen aufgemacht. Das kann ja mehrere Gründe haben, ne? Also generell im Future-Modus macht er keine zwei Positionen auf, weil er die gar nicht darstellen kann. Das heißt, da ist halt die Frage, welcher Modus war denn halt eingeschaltet, ne? Und weil sobald nämlich als Beispiel, wenn ich im Future-Modus bin, kann ich es mal hier kurz versuchen zu provozieren. Ich frage mich jetzt nur gerade, was ist da unten das? Ach so, das ist die von der anderen Strategie, genau. So, die mache ich mal kurz zu. Ich kann das mal hier kurz versuchen zu provozieren. Gucken, ob das gelingt. Also mal angenommen, ich gehe hier long. So, zweite Position kriege ich eh nicht auf. Ne? Da kann ich jetzt machen, was ich will. Der würde mir jetzt direkt zumachen. Wenn ich aber jetzt irgendwie von anderer Stelle eine Position reingebe, kann ich ja mal versuchen. So, weil damit hat der Stereo Trader ja nichts zu tun. Das hat ja auch deswegen im Stereo Trader eigentlich nichts mehr verloren, weil man sich damit eigentlich alles nur schöner zerschießen kann. Wenn ich aber jetzt auf dem Handy als Beispiel 0,5, ne, mal angenommen, das hier wäre jetzt mein Handy. Und ich würde so sagen, ja gut, ich verkaufe 0,5 und vergesse, dass ich ja hier long bin und der Stereo Trader auf ist und im Stereo Future Modus drin ist. So, mache ich jetzt einfach mal. Dann hat er die, was hat er jetzt gemacht? Er hat die verrechnet. Das heißt, er hat die Position aufgefangen. Das ging jetzt nur so schnell, dass man es nicht mehr gesehen hat. Mal gucken, was hier drin steht. Er fängt also die Position auf, guckt, ob das irgendwie verrechenbar ist, macht die sofort wieder zu und verkleinert die bestehende Position um den Wert der Position, die drin war. Klingt kompliziert, funktioniert aber. Und sollte man aber trotzdem halt vermeiden, ne, weil man natürlich dann zweimal den Spread
dann halt am Bein hat, wenn man das halt so macht. Man kann es so machen, wie gesagt, aber es kann halt auch daneben gehen. Und was jetzt ja auch passieren kann, ist, wenn man zum Beispiel halt sagt, gucken, was hiermit geht, ob ich jetzt hier eine Sell-Limit halt reinlegen will, genau. So, das ist jetzt auch eine, die ist nicht über den Stereo Trader gekommen und die liegt auch hier unten drin. Selbst dann sollte es eigentlich nicht passieren. Wenn, dann wäre es tatsächlich ein Fehler, sondern vielmehr sollte er die Position jetzt hier schließen oder umdrehen. Gucken, ob das gelingt. Ist interessant, dass er noch nicht meckert. Ja, ne, macht dazu. Aber auch hier, also ne, hat man gesehen, passiert auch nicht. Also egal, wie ich die halt reingebe, weil der Stereotrader halt schon darauf achtet, dass da halt nichts verrutscht. Deswegen ist halt die Frage, wie kam die zweite Gegenposition da überhaupt hin? Weil hier ist es eigentlich unmöglich. Also ich meine, unmöglich ist gar nichts, ja. Aber halt jetzt hier, selbst wenn ich versuche, durch die Hintertür irgendwas zu tricksen und den Stereotrader zu veräppeln, hat man ja gerade gesehen, dass er da souverän mit umgeht und dann halt einfach versucht, den Modus beizubehalten und die Positionen, die Gegenposition, die er eben faktisch wirklich drin war, hat die dann trotzdem aufgreift und dann halt verrechnet. Also das funktioniert eigentlich nicht. Deswegen, das würde ich halt wirklich mal auf den Modus gucken und wenn es irgendwie doch halt irgendwie anders gewesen sein sollte, dann bräuchte man davon, glaube ich, echt irgendwie ein Video, weil es so absolut nicht nachvollziehbar ist. Ich meine, wenn ich halt hier jetzt irgendwie Positionen oder Orders im Stereo Trader halt hier reingebe, dann ist es sowieso klar. Dann kennt er die Dinger ja, der weiß ja halt dann auch alles klar. Die hat der Hilger da eben reingesetzt und da weiß er, was er mit zu tun hat. Ne? Und wenn die jetzt von außerhalb kommen, wie gesagt, übers Handy oder sonst woher, und dann muss er erstmal halt damit entsprechend auch umzugehen wissen, beziehungsweise da muss er dann halt schon ein bisschen schlau vorgehen, damit er halt eben nichts kaputt geht. Weil es geht ja hier immer ums Geld und da steht Sicherheit natürlich ganz weit oben auf der Liste. So. Das war die Frage vom. Ich habe sie immer gemacht, Stereo Future hat überall auch funktioniert, nur plötzlich nicht. Da auch zwei Stops gemacht. Also, wie gesagt, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ne? Und da, wenn das nochmal irgendwie vorkommt, dann wirklich mal versuchen, es zu provozieren. Also ich meine, man kann ja grundsätzlich nicht ausschließen, dass auch selbst an den heiklen Stellen halt mal, wenn es auch sehr, sehr selten sicherlich ist, aber auch da dann halt mal irgendwie was streikt. Aber klingt für mich jetzt leider gar nicht nachvollziehbar. Also wie gesagt, dann halt mal genau aufschreiben und versuchen, es zu reproduzieren, sodass wir es halt auch sehen können. Weil wenn das halt Standard wäre, dann hätten wir hier, glaube ich, ein Problem. Und auch nicht erst seit heute. So. Der Huberto. Es ist die Strategie auf ein Symbol begrenzt oder kann ich diese für mehrere Symbole? Welche Strategie ist jetzt gemeint? Also falls es hier gemeint war, hier mit den mehreren Strategien, das kann ich ja grundsätzlich mit jedem Symbol machen, ne? Klar, also das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel den DAX aufmache, ich habe jetzt hier den DAU und ich mache mal als Beispiel den DAX auf und dann sieht man zum Beispiel, ne, dass die Strategien hier nichts sind. Das heißt, die Strategien vom DAO haben mit dem vom DAX halt nichts zu tun. Ne? Also das kann ich halt querbeet machen, so viel ich halt möchte. So, dann der Lars nochmal. Bei Aktien ist für mich sehr unklar, wie ich den richtigen Spread Limit einstellen kann. Punkte, Kommastelle. Ja, das Ding ist halt, da sollte man tatsächlich mal irgendwann die Datenbank mal halt mal ein bisschen nachziehen. Also, weil das, komme ich hier an Aktien ran übers Demokonto? Ja. Ja, nehmen wir mal die Amazon. Oh, ist wieder über 3.
gar nicht mitbekommen. Als Beispiel. So, weil der SteerTrader zum Beispiel, wenn ich halt den DAO aufmache oder so, dann weiß der halt, das ist der DAO, ne, und oder Nasdaq oder so die gängigen Indizes, die kann er halt zuordnen, die sind halt alle entsprechend halt hinterlegt. So, bei Amazon sieht man jetzt halt ein schönes Beispiel. Da steht der Spread jetzt bei 13.000. Ne? So, das liegt jetzt daran, weil der SteerTrader gerade irgendwie keine Ahnung hat, was das halt für ein Instrument ist, wobei das hier schon ein bisschen, ja gut, ich gucke jetzt mal, guck mal, was wir hier hinkriegen. Das meinte ich halt, wenn jetzt der SteerTrader wüsste, das hier ist eine Amazon-Aktie und hat die auch schon mal gesehen und dann würde das natürlich automatisch gehen. Deswegen hat man das Problem halt nicht, wenn man das halt mit Indizes halt macht. So, ich gehe mal hier mal auf einen anderen Timeframe, damit ich da auch ein bisschen Gefühl für kriege. Und dann gucken wir uns das mal an. So, hier stimmt ja irgendwie so von der Rasterung so ziemlich gar nichts. Also deswegen halt eigentlich ein ganz gutes Beispiel. So, habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Das heißt, ich werde mich jetzt hier anstellen wie ein blutiger Anfänger. So, das Ganze dann auf Instrument. Point gleich Pip. So, das kommt jetzt daher, weil der jetzt denkt, das ist irgendein Index, ist es aber halt natürlich nicht. Und da kann man halt mit den Geschichten hier mal halt mal ein bisschen experimentieren. Ich Jetzt weiß ich gar glaube, nicht, ob. durch 1000 wäre das Richtige. Bitte? Durch 1000 wäre, glaube ich, das Richtige. Durch 1000? Okay. Ja. Ne, weil damit sagt man ja genau, damit sagt man ihnen halt, was ist eigentlich ein Punkt? Ne? Also SteerTrader arbeitet ja halt mit Punkten, nicht mit Ticks. Und deswegen. Ich habe doch gerade auf 1000 gestellt, oder? Und trotzdem steht hier oben Spread von 1400. Hä? Das hat doch gerade gestimmt, oder meine ich das nur? Zufällig jemand hier dabei, der die Amazon-Aktie Status Future? Nicht, dass da jetzt für Amazon was Falsches hinterlegt ist. Das wäre natürlich auch ein bisschen doof. Aber was mir so ein bisschen merkwürdig erscheint, ist halt, dass Future Auto hier steht. Nee, weil der Spread war doch gerade irgendwie kurz auf 9. Jetzt war jetzt auf 78. Okay. Irgendwie muss es ja gehen. Kann ja nicht sein. Nee, jetzt geht er wieder hoch. Das ist wirklich echt. Nelson, das musst du nachher rausschneiden. Okay. Ich sollte ja zumindest wissen, wie es funktioniert. So, jetzt steht er doch. Das war doch die erste Einstellung, die wir vorhin hatten. So, steht auf jeden Fall jetzt auf weiß durch 10, weil du ja gemeint hast durch 1000, ne? Aber 10 ist eigentlich richtig. Aber So wie. tatsächlich haben wir 1 Dollar und noch was Spread jetzt im Moment. Okay, ja gut, aber 1 Dollar Spread, Moment. 1, 2, 5, 1, 2, 6, 4, 8. Ja, nicht ganz, ne? Aber ungefähr kommt es ja hin, also hier im Durchschnitt, ne? Es kommt ja schon hin. Das ist ja halt hier, das schwankt ja immer zwischen 1 und das irritiert natürlich, wenn hier halt so eine große Zahl halt steht, ne? Das ist halt klar. Das heißt, hier muss man sich einfach so ein bisschen annähern und dann halt gucken, dass man halt hier wirklich eine Zahl rauskriegt, die dann entspricht. Hier könnte man auch mal eine Kalibrierung einbauen, fällt mir gerade ein, ähnlich wie mit der Uhr halt auch. Weil das Problem ist immer bei der automatischen Ermittlung, ist natürlich, dass der das hier nur machen kann, wenn der Markt halt läuft. Ne? Und das ist mit der Uhr ganz genauso. Die lässt sich nur kalibrieren, wenn halt jetzt nicht gerade Wochenende ist. Das könnte man hier tatsächlich auch mal machen, so dass sich das automatisch einstellt. Das ist eigentlich ein guter Einfall. Weil wenn sich. Also wenn das halt so in der Regel dann funktioniert, dass man erstmal halt stundenlang rum experimentiert, beziehungsweise sich wirklich so dumm anstellt, wie ich mich hier gerade, dann ist das absolut nachvollziehbar. Und ich meine, ich bin ja immerhin der, der das Ding mal programmiert hat und selbst ich tue mich hier gerade schwer. Aber ich handle halt echt keine Aktien, ne? Das ist Also halt übrigens, vielleicht. bei Status steht bei mir nicht Future, sondern da steht Standarddaten. Okay. Und das ist auch ein Demokonto. Da kann ja nichts anderes stehen. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist ein Demokonto.
Stehe ich nicht. Also, okay, lasse ich jetzt mal so stehen, gucke ich mir mal an. Aber ich denke, hier macht eine Kalibrierung halt Sinn. Aber generell, ne, muss man dem halt sagen, was ist überhaupt ein Punkt? Und da geht es ja immer darum, bei dieser Punktegeschichte, normalerweise bräuchte man die nicht. Aber es geht ja darum, dass man halt so immer so eine gewisse Einheitsgröße hat. Wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, ja, ich handle grundsätzlich mit einem Stop von 20 Punkten, ne? Und wenn ich dann halt hier diese Punktdefinition überall halt ähnlich mache und das heißt, dann kann ich halt vom Prinzip auf alle Werte auch immer ähnliche Punktabstände halt für einen Stop-Loss und so weiter dann halt benutzen. Und das ist so der Hintergrund dabei, ne? Dass man da halt so eine gewisse Standardisierung hat und nicht plötzlich irgendwas kauft. Das habe ich auch schon mal hingekriegt. Das war aber bei einem anderen Broker. Da habe ich irgendwann mal eine Aktie gekauft und dann hatte ich irgendwie anschließend einen Spread, wo ich gedacht habe, ja, der muss ja 3 Tage laufen, bis überhaupt der Spread da wieder drin ist, ne? Damit sowas halt eben nicht passiert. Und das hat mich damals so ein bisschen geheilt und deswegen ist halt die Geschichte da halt auch in der Form reingekommen. Aber wie gesagt, eine Kalibrierung, das ist echt hier, das sollte man wirklich machen, mal irgendwie in der nächsten Version. Aber generell nochmal hier mitteilen, was ist überhaupt Punkt? Beim DAX zum Beispiel ist es einfach oder beim Dow Jones, wenn der DAX auf 13.000 Punkten steht, dann ist ein Punkt ein Punkt. Aber denkt man, ne, das ist so ein bisschen Gehirnsalat, der da halt entsteht. Weil wenn man zum Beispiel den Stop im MetaTrader jetzt ohne den StereoTrader, wenn man dort im DAX einen Stop von 10 Punkten einstellen würde, dann hätte man im Endeffekt 0,1 Punkte, oder? Weil er halt Korrekt. irgendwie, ja, weil er dann mit den Nachkommastellen, weil der MetaTrader glaubt dann halt, ja, Nachkommastelle, jede Nachkommastelle ist ein Punkt. Also und da halt wir im DAX, wie man halt hier sieht, oder auch im Dow, 2 Nachkommastellen hat. Deswegen ist da ein Punkt letzten Endes 0,01. Das ist halt totaler Mumpitz. Und deswegen ist halt diese Geschichte halt auch reingekommen, um wie gesagt da halt so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das halt nur als Erklärung für den Hintergrund. Deswegen ist das so ein bisschen tricky. Analog natürlich dann auch für die Währungspaare vierte und fünfte Nachkommastelle. Ja, genau. Also dort ist es ja halt auch, ne? Das heißt, dort ist ja entsprechend der Weise halt, das sind Währungen und das sind Pips und keine Punkte. Und dort ist es halt auch noch einfacher zu rechnen. Nur hier mit den ganzen CFDs, da ist es halt ein bisschen schwieriger. Also beim Future ist es halt auch einfach. Das sind halt die Ticks und da kann man es wiederum umrechnen. Aber halt, weil es den StereoTrader halt eben auch generell gibt und eben halt auch schon mal bei Brokern funktioniert, die komische Sachen machen. Da muss man halt so ein bisschen gucken, dass es halt trotzdem dann noch irgendwie passt und dann halt nicht. Ich meine, wenn man mal den Fehler macht und geht zu einem anderen Broker als FX Flat und öffnet dort eine Position und stellt dann einen Stop ein von sowieso und dann sollte man sich dann trotzdem nicht wundern, weil man ist ja schon gestraft genug, weil man den Broker gewechselt hat. So, das ist der eigentliche Hintergrund, Nelson. Hast du das Ja, gewusst? jetzt kann ich das auf keinen Fall mehr rausschneiden. Das muss jetzt drin bleiben. Okay, so. Der Bernhard. So, jetzt keine neuen Fragen mehr, ne? Der Lars schreibt hier gerade noch: Einstellung für Auto-Pips hat 1,76 Uhr ergeben. Okay. Ja, die Auto-Einstellung, da versucht er halt einfach auch nur, ne, irgendwas zu ermitteln, aber ich glaube, eine Kalibrierung wäre da halt echt das Stichwort. Wird aber jetzt nicht nächste Woche drin sein, weil die nächste Version wird jetzt ein bisschen dauern nochmal. Aber kommt auf jeden Fall, behaupte ich mal. So, der Bernhard fragt, wie starte ich den StereoTrader überhaupt? Ich habe MT5 und auch den StereoTrader im Navigator, aber weiß nicht, wie ich den starte. Eigentlich muss man den überhaupt nicht starten, weil der kommt ja, wenn der ganz normal über den Installation Manager installiert wurde, kommt er direkt mit dem Chart. Ne? Das heißt, tun muss man da eigentlich nichts. Was man halt mal gucken kann, eventuell ist das halt durch ein Backup oder so verhindert. Generell gibt es ja halt hier die, wo sind sie? Die Templates, Vorlagen. Ja, und da gibt es halt zum Beispiel eine Vorlage, die heißt Default. Und ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch immer da ist, ja, aber in dieser Default-Vorlage, das heißt, würde ich jetzt als Beispiel Vorlage speichern, mit dem geladenen StereoTrader und dann halt hier auf
Default dann halt gehen, als beziehungsweise als Default speichern. Und dann wäre auf jeden Fall halt auch beim nächsten Öffnen eines Charts der Stereo Trader damit geladen. Ja, weil Default heißt ja nichts anderes als Voreinstellung. So, aber Ansonsten, nichtsdestotrotz. genau, ansonsten wollte ich nur ergänzen, aus welchen Gründen auch immer, wenn das nicht automatisch geladen wird, dann einfach aus dem Navigatorfenster in das neue Chartfenster reinziehen. Und zwar so. Ne? So, ansonsten wäre es halt noch eine Möglichkeit, glaube ich aber nicht. Also hier oben Algo-Handel muss natürlich eingeschaltet sein, sonst würde er halt überhaupt nicht laden. Beziehungsweise mit Fehler laden. Wo weiß ich jetzt gar nicht. Was passiert eigentlich, Nee, wenn man das nicht? da ist der Stereo Trader schlau genug und gibt tatsächlich auch eine Meldung, dass das aktiviert werden muss. Okay. Das probieren wir gleich mal aus. Weil das wäre jetzt dann halt so der Fall, ne? Naja, guck. Da kommt nämlich, wenn das nämlich alles ausgeschaltet ist, kommt nämlich nichts. Das wäre noch eine Möglichkeit, ne? Dass es halt dann daran liegt. Ne? Nämlich, dass halt hier bei Extras, Optionen, Import von DLLs, das muss halt alles aktiviert sein. So, und ich habe jetzt hier auch den Effekt, dass er halt das jetzt halt nicht gemacht hat. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob die Default noch da ist. Oder ob die jetzt überschrieben hat. Ne? Also wenn das aktiviert ist, dann kommt es auch. Nicht, dass es daran lag. Der Bernhard, ne? Okay. So. Im MT5 erfolgt im ATRX leider keine Anzeige der Werte. Das war noch das Thema von vorhin. Genau, ich habe es parallel mal ausprobiert hier mit dem MetaTrader 5 und also ATRX hat bei mir zumindest funktioniert, Ja, ich hatte sie vorhin die auch. offiziellen Versionen, die jetzt draußen sind. Ja, das ist auch, ich habe ja hier gerade gesehen, ich dachte, das wäre eine Beta, aber es ist die offizielle, die draußen ist. Ne? Es ist hier gar keine andere. Von daher, alles, was hier funktioniert, muss dann eigentlich bei euch auch funktionieren. Zumal auf der Kiste hier jetzt in diesem Account, also in diesem Benutzer-Account von Windows auch nahezu nichts installiert ist. So. Bitte keine Fragen mehr reinstellen, weil wir werden das zeitlich nicht mehr schaffen. Ja. Ich gehe jetzt mal, ich lasse den Hans mal kurz außen vor, weil er so nichts mit Stereo Trader zu tun hat. Du hast einfach Stereo Homepage Chart mit drei Zeiteinheiten. Wie kann ich das machen, das mit jedem Instrumenten so an? Das sind einfach nur Vorlagen, ne? Also ich habe halt hier diverse Vorlagen gespeichert. So, dazu muss ich aber hier mal gucken. Es könnte sein, dass da halt irgendwas dabei ist, namentlich, was dem Nelson nicht gefällt. Deswegen mache ich mal kurz das Bild mal weg. Na? Oh, da ist mein Bild in der Mitte auch gut. Ne? Ich habe heute ein bisschen ein paar Sachen umgebaut. Lass mich mal gucken, ob das geht. Ja, doch, alles gut. So, also, nämlich. Gehen wir mal hier zurück aufs Hauptbild. Bin ja froh, dass mein OBS überhaupt funktioniert, weil wir haben heute so ein bisschen andere Auflösung. Ich weiß gar nicht, von der Qualität ist das genau wie sonst oder ist irgendwas anders? So, hier oben einfach auf Profile, ne, und da kann man sich ja diverse Profile auswählen. Und hier ist zum Beispiel dann halt eben auch das dabei mit den drei Charts, ne? So. Und das heißt, nichts anderes mache ich da halt. Ne? Das heißt, ich sortiere mir hier einfach meine Fenster und gehe dann hier auf Profile und dann speichern als und suche mir dann halt eben irgendwas aus und gebe dem halt einen Namen und kann das nachher entsprechend oben hier rüber abrufen. Was eigentlich auch gehen sollte, bin jetzt mal gespannt, ob dem auch jetzt beim Vorführeffekt so ist. Das ist auf jeden Fall gerade in der Überarbeitung, weil das nicht ganz so sauber funktioniert, wie ich es gerne hätte. Nämlich normalerweise, wenn man hier jetzt auf, wenn man dreimal den gleichen Chart auf hat und ich ziehe hier auf den aktiven Chart ein neues Symbol und dann kommt keine Meldung. Gut, das ist doof, das ist nicht der Plan, weil eigentlich fragt er nämlich dann, ja genau, diese Meldung sollte halt kommen. Die hakt so ein bisschen, deswegen ist das auch gerade eine Überarbeitung. Dann fragt er nämlich eigentlich, ob er das neue Symbol auf alle Charts anwenden soll. Das heißt, sobald ich das hier drauf ziehe, und dann habe ich halt entsprechend auf anderen Charts, ne, hier sieht man, das hängt so ein bisschen leider. Das ist irgendwie momentan
ein Bug. Das heißt, es sollte dann halt so sein, es wird auch in der nächsten Version dann auch wieder funktionieren. Es hat schon mal funktioniert, dass sobald ich dann auf einen Chart ein neues Symbol ziehe, habe ich entsprechend auch die ganzen anderen Charts gleich mit aktualisiert. Ja, und so kann man das dann entsprechend für alle Symbole dann halt auch machen. Wie gesagt, ist gerade in der Überarbeitung. Aber wir machen ja keinen Hehl drum, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, sondern sprechen es lieber offen an und dann wird sich gekümmert. Ne? Okay. Also, aber wie gesagt, ich einfach über, also was ich halt auch mache, ich habe ja auch immer mehr, also bei dem Live-Trading sieht man es ja, ne? Ich habe ja mehrere MetaTrader halt installiert. Jetzt hier auf dem Windows sind es halt bei mir halt drei. Der MT4 ist hier für was anderes dabei, aber halt hier drei Stück und ich habe dann natürlich dann in jedem dann halt meistens ein anderes Symbol, weil da natürlich die Umstellung, das Umschalten auf ein anderes Symbol natürlich dann wesentlich schneller geht und ich da halt einfach nur einen Knopf drücken muss. Deswegen ist mir das halt lieber, das halt so zu machen. So, kann ich in vom SteoTrader angezeigten Linien Tageshoch, Tagestief, Farben ändern? Ja, das geht bedingt. Man kann nicht alles ändern, weil dann würde es euch erschlagen, wenn ihr wüsstet, was man da alles, wofür es alles halt interne Schalter gibt. Und da muss man halt irgendwo mal die Grenze ziehen. Aber wenn ich halt hier generell Rechtsklick in den Chart und dann auf Experten, ja, ganz clever, das da unten aufzumachen. Und dann hier auf Eigenschaften. Und da habe ich halt hier so ein paar Geschichten, die halt voreingestellt sind, die nicht im normalen Setup drin sind. Und da gehören halt auch ein paar Farben dazu, ne? Und hier bei Indikation, da gibt es zum Beispiel dann halt Intraday High oder Low. Das ist ja gerade, was das gefragt wurde, ne? Also das Tageshoch und Tief. Das sind schon so Geschichten, die man halt hier einstellen kann. Problem ist halt nur, sobald ich halt den MetaTrader, also den Chart halt schließe und wieder aufmache, sind die halt weg. Das heißt, ich müsste jedes Mal dann halt hier diese Einstellungen halt, den müsste ich halt dann halt eine Einstellung halt mitgeben, beziehungsweise die halt unter einem speziellen Namen speichern und die dann auch entsprechend dann halt immer wieder verwenden. Also geht grundsätzlich, aber leider so ein bisschen umständlich. Weil das ist halt, wie Muss gesagt, das alles. Bitte? unter Layout auf Custom umgestellt werden? Nee, dafür nicht. Für die Geschichten nicht. Ne, weil die werden ja hier direkt abgegriffen und dann halt entsprechend gelesen. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall so ein paar Sachen einstellen, wenn man das so machen möchte, wenn man mit den Farben da nicht glücklich ist und dann kann man das machen. Nur das Ding ist halt, würde man das alles ins normale Setup noch packen, dann wäre das halt echt der Overkill. Und das hier ist noch nicht irgendwie alles. Also da gibt es natürlich noch wesentlich mehr. Es sind mehrere hundert Schalter, die halt da drin sind. So, hat wohl mit von mir eingestellten Chart-Thema zu tun? Ne, wie gesagt, eigentlich nicht, ne? Weil die Farben sind halt soweit fix. So, Auto-Pips. Die Rob-Order, Reorder im Gewinn geht nicht bei den strategischen Orders, oder? Wahrscheinlich nicht, ne. Also, weil das Attribut ist ja, wird ja auch, glaube ich, nicht angeboten. Das gucke ich mir mal ganz schnell an. Wenn das Attribut nicht angeboten wird, wird es auch nicht gesetzt. Nee, ist hier nicht dabei. Also von daher wird die dann halt überschrieben, beziehungsweise dann halt immer auf ausgeschaltet gestellt. Was ist eine MTO und eine EOP-Order? Ist vermutlich jetzt halt dann auch hiermit gemeint, ne? MTO und EOP. MTO heißt einfach nur Market Trail Order. Das heißt, also normale Market Position wäre ja jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier oben klicke und Long gehe, so, dann bin ich ja direkt im Markt drin. Das ist eine normale Market Order. Eine MTO ist eine Market Trail Order. Das heißt, die kann ich hier auch manuell eröffnen, nicht nur hier unten. Jetzt geht es nur darum, dazu zeigen, was das halt ist. Wenn ich jetzt halt die Shift-Taste gedrückt halte und gehe dann hier auf Kaufen, passiert Folgendes. War jetzt ein bisschen schnell. Such's nochmal. Passiert Folgendes, dann läuft er erstmal mit dem Markt mit, ne? So.
mit einem Abstand von einem Punkt ist da, glaube ich, voreingestellt, kann man aber auch ändern. Ne? Das heißt, da brauche ich halt, ähnlich wie bei der Limit Pullback, brauche ich halt hier einen Rücklauf. Und genauso kann ich das halt hier auch einstellen, kann dem halt sagen, Market, also direkt rein oder halt eben versuchen Rücklauf und EOP heißt End of Period. Ne? Also wenn die Kerze fertig ist. Die laufende. Okay. So, beim Bernhard hat irgendwas geklappt. Das ist sehr schön. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was der Bernhard gefragt hat. Gucken, ob ich ihn hier Das war finde. mit der Stereo-Trader-Öffnung oder Reinladen, wie das klappt. Ah, super. Da habe ich gerade aber echt auch so ein bisschen was Neues gelernt, ne? Also, dass der da halt gar, ich glaube, der kann aber da auch nichts machen, ne? Weil er halt irgendwie gar nicht erst da halt so weit kommt. Deswegen, ansonsten, wenn ich was fehlt, also was du vorhin meintest, ne? Wenn halt Algo-Handel aktiviert ist, aber die DLL-Geschichte nicht, ich glaube, dann meckert er halt rum, ne? Oder wenn nur eines davon fehlt, ich weiß es nicht genau. Aber ist ja gut, dann haben wir das ja gezeigt und hat ja funktioniert. So, genau, mit der MTO, genau, Shift und Market, ne? Also hier Shift-Taste gedrückt halten. Dann hängt die sich erstmal dahinter, ne? Wie man sieht. So, hier sieht man es jetzt ein bisschen besser. Ne? Klettert halt mit. Sollte er jetzt noch ein paar Punkte fallen. Ne, macht aber nicht. Sondern halt bei entsprechendem Rücklauf. Ich kann den Abstand, kann ich hier im Setup bei Terminal einstellen, MTO Trading Abstand. Das heißt, ich kann auch hier genauso gut 5 Punkte halt einstellen. Und dann ist das natürlich deutlicher, ne? Dann heißt, jetzt habe ich hier entsprechend im Abstand von 5 Punkten würde die Order jetzt dann halt mitlaufen. Ne? Und sobald halt entsprechend dann der Rücklauf kommt, also der dann halt natürlich auch 5 Punkte sein muss, dann werde ich halt hier auch gefillt. Ne? Also Shift ist STRG? Nee, Shift ist Shift. Wie heißt die auf Deutsch? Umstelltaste. Ja, und Shift ist genau die Taste über STRG auf der linken Seite, auf einer Genau. Windows-Tastatur. Genau, ganz links. STRG ist, die Funktion gibt es auch, die macht aber was anderes. Ne? Also STRG macht nämlich eine Reverse Position auf. So, wenn ich hier mit STRG drücke, dann sieht man, dann schließt ja nämlich die andere von der Gegenrichtung und macht entsprechend eine neue auf. Ja, das ist STRG, also nicht verwechseln. Sieht man aber hier auch, glaube ich, oder? Ist da ein Tooltip drin? Ah ne, da ist gar keiner drin. Okay. Aber Geheimtipps. nee, eigentlich nicht. Das steht ja sogar, also steht natürlich im Handbuch, aber ist auch schon ein paar Mal gesagt worden. Und steht auch irgendwie in dem Short Manual drin, das auf der Homepage auch irgendwo rumliegt. Da ist es auf jeden Fall sogar auch nochmal gezeigt. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Da gucke ich jetzt mal ganz kurz nochmal nach dem Hans, weil ansonsten haben wir jetzt nämlich alles, ne? Genau, Hans wäre die letzte Frage. Ja, wenn du Support-Resistance-Linien zeichnest, nimmst du da zum Beispiel im DAX den neuen Overnight-DAX-Future oder den ursprünglichen DAX-Future? Weder noch. Also ich zeichne, also das ist jetzt natürlich sehr individuell, wie man da halt rangeht, wie man das macht. Ist ja grundsätzlich jedem selber überlassen. Aber ich zeichne es eigentlich alles nach dem gemischt Kassa und Future. Ne? Das heißt, also schon vom Prinzip her natürlich halt auch mit Overnight. Da muss man aber halt, das sage ich auch beim Live-Trading immer, aber auch so ein bisschen aufs Volumen gucken. Ne? Also wenn man über Nacht einen Anstieg hat ohne Volumen, dann macht es sehr, sehr wenig Sinn, da halt irgendwie sich da halt irgendwo irgendwas zu suchen, dann in dem Bereich. Ne? Ich meine, generell ist es natürlich nachts niedriger, aber es ist halt auch manchmal halt in der Relation zu anderen Nächten halt auch schon mal ein bisschen höher. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das kann man nicht gut verallgemeinern. Also nachts entstehen auch nicht unbedingt neue Support- und Resist-Levels. Eigentlich nicht. Nachts ist es eher so, dass halt die bestehenden halt angelaufen werden, die aber dann halt schon ein paar Tage vorher entstanden sind. Deswegen, da will ich mir, glaube ich, auch nicht so sehr den Kopf drüber zerbrechen, ob man da jetzt halt die von nachts da halt mit reinnimmt. Außer man hat nachts jetzt irgendwie halt, was weiß ich, jetzt über Stunden steht ihr da an einer Stelle, ja, und kommt nicht weg und geht dann halt zur Eröffnung dann runter. Ja, dann kann man da, glaube ich, schon mal irgendwie einen Strich hinmachen. Ne? Also, aber wie gesagt, eigentlich
würde ich das sogar halt eher alles so ein bisschen außen vor lassen, was halt nachts passiert, aber kann man nicht verallgemeinern. Also das müsste man wirklich mal dann irgendwie in einem Live-Beispiel dann halt mal nochmal irgendwie aufgreifen. Und falls es da halt irgendwie kommt, du kannst ja gerne mal halt irgendwie dazukommen beim nächsten Live-Trading. Und vielleicht ist ja da halt irgendwas. Und wenn ich da halt was anderes sagen sollte als jetzt, dann kannst du da gerne einfach mal einen Einwand machen. Und da gibt es da bestimmt eine Erklärung dann halt auch dafür. Was für ein Zufall, es ist jetzt schon morgen. Was? Ach, wir haben Live Trading. morgen schon wieder. Ja, Ernsthaft? morgen Ach haben du. wir und dann hast du Urlaub. Dann hast du 2 Wochen frei. Morgen Abend haben wir? Nee, morgen früh. Nein, morgen früh, 9, Ach, du 8:45 Uhr. ahnst es nicht. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, Okay. deswegen dachte ich, ich schmeiß das Ich habe es einfach echt mal rein. vergessen. Ne? Ich habe es wirklich vergessen. Ja, weiß Bescheid. Gut, dann muss ich ja heute dann ein bisschen früher ins Bett, damit ich dann morgen keinen Quatsch machen. Gut, okay. So, dann bedanke ich mich an der Stelle mal fürs zahlreiche Dabeisein bei dem schönen Wetter. Und ja, sag mal, dann sehen wir uns ja wohl tatsächlich morgen früh. Unglaublich, ist wirklich. Oh Mann, ich wäre nicht da gewesen, ne? Ich schwör's dir. Ich wäre nicht da gewesen. Aber okay, dann komme ich halt mal vorbei. Ich habe zwar durch den ganzen Programmierirrsinn und andere Sachen irgendwie, habe ich gerade echt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Distanz zum Markt. Ich schreibe ja auch den Blog, ne? Ich sehe ja, was da passiert, nämlich nichts. Außer, dass der DAX jetzt halt heute da halt ja endlich mal die Reise angetreten ist. Da hatte ich ja ein relativ klares Statement dazu abgegeben. Ich habe ja gesagt, wenn der DAX über 13.862 es schafft zu schließen, dann gehen wir auch nicht mehr runter, sondern laufen zu 13.329. Und ich glaube, die Reise haben wir so ein bisschen angetreten heute. Und vielleicht kommt es ja morgen, mal gucken. Vielleicht kann man an der Stelle ja sogar da halt irgendwie ansetzen. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Muss ich mir mal genau angucken. Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Einen schönen Abend. Danke dir an der Ui, Hinsen. ui, ui, Einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen. Nelson, du hast das Schlusswort. ja, super. Vielen Dank, Dirk. Und wir wissen es sehr zu schätzen, dass du morgen früh deine Termine absagst und zu uns zum Webinar kommst. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern, die heute dabei waren und natürlich für die Fragen. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ansonsten hält das Webinar wieder am 17. August. Also, bis dahin, schönen Abend, bis morgen. Tschüss.